Atreus, wo bist du? Oh je. Das ist in der Tat ein großer Bär. Oh shit. Björn! Ach Björn! Was für ein süßen Namen. Björn! Björn, Schatzi, ich muss die Kamera anmachen. Ach, scheiße. Björn! Oh mein Gott. Kann man einen Bären Björn nennen? Ist doch viel zu süß. Au. Der arme Björn, Mensch. Oh, ja. Au. Oh Gott, ich bin gleich tot. Shit. Mensch, Björn, ich wollte eigentlich gar nichts von dir. Ich bin nur mein Sohn. In deinen pelzigen Arsch. Wir nehmen ja kaum Schaden. Frostwurf. Ja, ich kann gerade nicht spielen. Au. Ah, ich komme nicht weg. Oh, ich kann ihn, glaube ich, tatsächlich ein bisschen einfrieren, wa? Dauert nur 3 Millionen Jahre. Ah, shit. Wer kommt her? Ah, Atreus, helf mir doch. Stimmt, wir haben ja Rage. Oh mein Gott, Björn. Ja, ich werde auch wütend. Scheiße, ich habe keine Rage mehr. Oh shit, der ist erst halb down. So viel zu ausgeglichenes Gameplay. Ich glaube nicht. Von rechts. Ja, au, shit. Au, mein Arm. Das lassen wir mal, Björn. Ja, das Ausstampfen ist doch nicht so ein Problem. Ach, shit. Ah, ich komm nicht weg. Rechte Seite, Bruder. Scheiße, er zuckt auch noch meine Nase, ey. Ah! Schön auf die Nase. Ah! Gott. Björn, ey, wir könnten doch reden. Wenn ich deine Sprache könnte. Oh Gott. Ah, oh, Moment. Ah, oh, meine Nase juckt. Ah. Ah, shit. Rechte Seite! Gut gestoppt! Huh.
Ah, shit. Zu nah dran an dem Dicken. Oh. Ah, ich komme nicht weg. Der hält mich manchmal an so einer Wand fest. Oh, der war gut, glaube ich. Au. Der war auch gut. Shit, ich brauch Heal. Bär, lass mich mal kurz healen. Du stehst direkt drauf. Au. Ja, endlich. Oh Gott. Den nehme ich noch auf Mimir. Der hat nur noch seinen Kopf. Atreus! Atreus! Haben wir gerade unseren Sohn getötet? Atreus! Was? Konzentrier dich. Heile. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll. Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein.
Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. Eine bierige Begegnung, ja, in der Tat. Ein kleiner Teil Gesundheit regeneriert sich nach einem Kampf automatisch. Na, endlich! Gerade schwer Verletztes. Das hat mir im ersten Teil, oder kann man dort ersten Teil nennen, gefehlt. Vorherigen. Mein Gott, das war nochmal knapp so. Hier liegt kein Heal mehr rum, okay. Björn ist schwedisch für Bär. Ja, okay, macht Sinn. Ich find's trotzdem witzig, dass er einfach so einen Namen hatte. Björn. Björn, der Bär. Klingt irgendwie sympathisch. Hier entlang. Und? Reden wir darüber, dass der Junge zum Bären geworden ist? Ja, tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Gibst mir die Schuld? Ich geb dir keine Schuld, Atreus. Oh, wie geil das aussieht. Klingt aber anders. Mit dem Schnee. Oh, ich mag ja Schnee. Oh, ist das schön. Aber er hat im vorigen Teil noch gesagt, ja, was ist, wenn ich mich in Tiere verwandeln kann? Begleiterpfeile. Drücken Sie, um einen Begleiter angreifen zu lassen. Pfeile bewirken zusätzlich Betäubung und laden sich mit der Zeit wieder auf. Die Anzahl der Pfeile steht unten rechts in der Ecke. Wie wir es kennen. Jetzt. Das sah ja witzig aus. Eigentlich wieder unterschiedliche Pfeile? Nee, ne? Ist man noch nicht. Ja, jetzt sieht man irgendwie wichtig, dass sie betäubt sind. Achtung, Feuer! Feuer? Ach, da hinten irgendwo. Nächster! Ja, Atreus kriegt auch EP. Also, Junge, cool. Gibt es neben deiner Gabe der Sprache und dem Hören der Gedanken von Kreaturen noch andere neue magische Fähigkeiten zu erwähnen? Nicht wirklich. Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht eine Fimbulwinter-Täuschung. Kenne ich auch. Doch die Seele ist einfach entwichen oder so. Oh, jetzt erkenne ich, wo wir sind. Ist das ein Käfer? Oh. Sehr hübscher Käfer. Okay, du gehst da lang, also geh ich erstmal hier rüber. Halt, nicht da lang. Gehen wir heim. Ah, hier sind wir wieder. Okay, gut. Was ist das für Blut? Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Der da. Ausschau. Oh,
Nicht schon wieder ein Bär. Oh, die Babybären. Ach, die Armen. Das war keine Absicht. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Was können wir tun? Gar nichts. Können wir sie aufnehmen? Die Natur hat ihren Lauf. Lass dich nicht noch beißen. Ein Sturm zieht auf. Mhm. Ist es nicht kalt genug? Wir sind fast zu Hause. Naja, dachte ich mir schon. Hoi, Bäre. Zack. Wie ist das? Feuer von oben! Nista! Achtung, hinter dir! Nice. Damn. Einfach in der Luft zerrissen. Ganz schön viele. So ging es schon die ganze Nacht. Und wohl rein, bevor ich das Symbol repariert habe. Manchmal wünschte ich, Tyrs Tempel wäre heil. Dann könnten wir weg aus Midgard. Es heißt, Fimbulwinter betrifft alle Welten, Junge. Gut, aber wie könnte es noch schlimmer sein als hier? Was machen wir noch hier draußen, Bruder? Kehren wir heim. Na, Wolfies. Euch geht's immerhin gut. Hey, Svatna, du hast keine Angst. Tapferes Mädchen. Brav, tapferes Mädchen. Jawohl. Er hat ein Händchen für sie. Keine große Überraschung. Wie heißt der? Specki. Specki! Alles gut? Schöner das Name. Ist nur Donner. Specki. Braves Mädchen. Ganz brav. Atreus! Ich sehe nur nach. Ins Bett! Jawohl. Ei, ei, Captain. Das ist unsere Hütte vom Anfang, ne? Haben sie ja wieder heile. Oh, wir kommen auch hier hinten hin. Weil das war ja auch ein bisschen kaputt. Oh, hier haben wir auch Trainingsdings. Ah, okay. Ja, okay. Sollte ich vielleicht nicht kaputt machen für meinen Sohn. Cool. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Tja, ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nie schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge. Das merkst du, wenn du älter wirst. Ja. Siehst du, damit hat sich die Frage auch geklärt, ob er jemals schlafen muss. Oh, ich kann ranzoomen. Schön bequem auf so einem alten Sack. Ihr werdet doch wenigstens etwas schlafen, ja? Werden wir. Gute Nacht, Mimir. Wollen wir die anderen Kerzen vielleicht noch ausmachen? Anscheinend nicht. Und jetzt gönnt euch ein wenig Ruhe. Am Morgen sieht immer alles ganz anders aus. Was war das? Dein Bogen!
Odin. Tor. Den Hammer habe ich auch. Kann ich reinkommen? Ich habe Miet. Ich bin keine sehr gute Gesellschaft. Deswegen bist du bestimmt nicht hier. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen. Vielleicht deine Söhne? Hätte ich mir Thor nicht so fett vorgestellt. Oder so größer, als ich dachte. Sag mal, der Thor aus Marvel war ja auch mal, hat ja auch mal seine fette und faule Zeit. Sieht erbärmlich aus. So klein. Das hättest du mir eher sagen können. Warum bist du hier? Ich bin nur höflich. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Bist du eine ruhige, vernünftige Person? Immer. Wenn der Moment nach Ruhe verlangt. Ich würde sagen, dass er das tut. Ja. Okay, ich glaube, das ist Odin. Du weißt, wer ich bin? Ja. Damals vor dem Wintereinbruch gab es einige Missverständnisse. Bedauerlich, hä? Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Richtig. Fürs Sterben leben wir, Asen. Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Aber Baldr, er war von Wert. Er war mein Fährtensucher, mein Bester. Ja, er hatte den Verstand verloren. Aber er war nützlich und nun ist er tot, wegen dir. Kannst du folgen? Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du?
Vielleicht Frieden? Ich bezweifle, aber. Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Ja, wir wissen, was du so treibst. Schluss damit. Tyrs alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Und ich leg sogar noch was drauf. Ihr dürft den Gefangenen behalten, den ihr gestohlen habt. Jawohl, ich weiß, dass du hier irgendwo bist, du redegewandter Dreckskerl. Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Da ist er, mein alter Komplize. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Was für eine Weisheit ist das? Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Dass wir alle dasselbe wollen? Na gut. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Halte Freya von dir fern. Und dein Junge ist sicher. Mehr willst du doch gar nicht. Richtig? Na, was sagst du? Nein. Mach es kurz. Doch Zeit. Du brichst mich von mir. So namens Blutgeld. Das heißt, ich bekomme ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch. Oh shit. Here we go again. Das war für Balder. Und jetzt zeig mir dich. Oh. Der Mörder, von dem ich schon so viel gehört habe. Ja. Wie konntest du jemals Kriegsgott sein? Ich frage mich auch. Mit deinem Bruder nicht. Shit. Egal. Okay, kann meine Axt nicht rufen. Muss mal so kämpfen. Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Naja, geht ja gleich los. Ohne die Axt kannst du nicht kämpfen, Feigling! Du kannst wirklich gar nicht. Du spuckst auf das Grab meines Sohnes. Wie konnten sie nur gegen dich verlieren? Na, das habe ich jetzt nicht gemacht. Also, so unhöflich bin ich nicht. Du kennst meine Vergangenheit. Geist Spartas-Geschichte. Ja. Da ist er, ja. Bam. Oh, es geht weiter. Jetzt haben wir unseren Kampf. Ich wollte deine Klingen sehen, aber sie helfen dir wohl nicht. Rage. Was sind das hier eigentlich für schöne Statuen, die wir die ganze Zeit kaputt haben? Das ist bestimmt ein historischer Ort, den wir gerade zerstören. Oh, komm her, alter Mann.
Jetzt kommt Part 3. Wenn du nicht schmutzig kämpfst, kämpfst du nicht. Ich. Das kann ich auch. Guck mal, ich hab sogar Eis. Gut. Oh, ich kann die Dinger aufwerfen. Let's go. Direkt normal. Warte. Ah, shit. Das wollte ich bei Ihnen finden. Hast du dich schon aufgewärmt? Nee, Moment. Einen Moment nur. Zack. Vielleicht bin ich mal einfach besser. Vater, wer von deinem Besten? So läuft das nicht. Du bist kein Zerstörer wie ich. What? Ich tot? Oh nein. Ich sage, wann wir fertig sind. Oh, wie geil. Ich dachte schon. Ich hab nicht auf genug gedrückt. Das ist geil gemacht. Na, jetzt geht's aber los, du. Oha. Na, jetzt reicht's mir aber. Ja, dicker Mann. Das ist der Kopf, der aus eine Götterwelt ausgelöscht hat. Level 1. Achso, ja, blocken. Ja, ich weiß, spür. Au. Oh, shit. Das hat meine Jungs nicht. Boah, das kann ich ja gar nicht ausweichen. Gar nicht mehr dazu, was zu machen. Oh, nice. Er ist drauf da. Von Odin oder was? Oh Gott. Dein väterlicher Rat geht mir am Arsch vorbei. Ich will den Gott des Krieges sehen. Ich beende es. Wo bleibt die Liebe zum Kampf? Ach, gib mir doch mal eine Minute. Wir sind da schon in der dritten Runde. Au. Das Ding X-Kont. Ich will ihn sehen. Ah, shit, das war zu spät. Oh, hat man auch noch ganz kurz Zeit. Oh.
Und bumm. Oh shit. Schade. Hätte ja klappen können, wa? Oh shit. Shit. Darf nicht angreifen, wenn er das macht. Nein, ich bin ausgewichen. Oh, kann ja Rage machen. Let's go. Ja, ich hab's auch mal wieder gesehen. Da ist leider ein Kabel vor. Ich seh das gar nicht. Au. Du gehst zu deinen Söhnen. Ja, das wollte ich auch schon sagen, ne? Wie die Söhne, so der Vater. Geht eigentlich anders, das Sprichwort. Aber egal. Au. Shit. Söhne dir unterlagen. Selbst diese schwächeren Version von dir. Aber ich bin nicht meine Söhne. Und dein Junge, der Altvater, hat Pläne mit dir. Da ist er. Der Gott des Krieges. Deine Blutschuld ist bezahlt. Wir sehen uns. Feigling. Hab doch gesagt, er schafft's. Kratos. Guck. Wir sind Sindri und Brock. Und Sindri. War das ein Kampf? Können wir. Nach Hause, jetzt. Odin ist bei Atreus. Ach, die beiden. Sofort ein Tor bereit. Na dann los. Es ist nicht weit. Aber was ist das denn hier? Die angreifen gar nichts nicht. Sieht ja auch wild aus. Ja. Los weg hier.